Ich wiederhole, das Video ist unter 12 Jahren nicht geeignet. Keine Angst, ich verpixel es. Weil ich zeige euch ein Bild auf Facebook, was mir schon öfters angezeigt wird. Nach diesem Video habe ich dieses Bild gemeldet. Danke. Nee. Sowas gibt's echt nicht. Oh Gott. Moin Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Da muss ich erstmal trinken. Ich gehe nicht mehr auf Facebook. Bitte tut mir das nicht an, oder? Von meiner Webseite. Das ist mir ein bisschen zu viel. Was ich nicht sagen will, Facebook ist... Oh, die Fresse. Interessiert mich nicht. Scheiß Lizenz. Also. Facebook ist zu einer Porno-Plattform geworden. Was für Rat, ey. Dio. Zeig mir die Website und möchte Bilder sehen, ey. Bei sowas kann man nicht trocken bleiben. Also mit trocken meinte ich jetzt nicht das Komische. Bei sowas kann man einfach nicht sach sein. Facebook, verpisst euch aus Deutschland eigentlich. Also, ich bin auf Facebook seit insgesamt einem Jahr. Diese Plattform hat mir heute gezeigt, dass es nicht für Kinder geeignet ist. Und wieso? Ja, könnt ihr euch schon selber erklären. Nacktfotos werden in meinem Newsfeed angezeigt, obwohl ich es gar nicht will. Ich habe sie schon mal als Nutten beleidigt, aber haben auch nicht darüber zurückgeschrieben. Also, liebe Kiddies da draußen, also wenn ihr zu Facebook wollt, dann geht lieber zu YouTube, weil YouTube ist dagegen eine Plattform, da solltet ihr gegen besuchen. Also Instagram und Instagram geht noch. Also, naja, Facebook, das wird naja sehr extrem. Also, wo ich das heute gesehen habe, da bleiben euch die Nackenhaare oben stehen. Also, sowas kann einen nur verstören, also. Das hat mir schon öfters geholfen, wenn ich mir Bilder von irgendwas anderes angucke, ey. Aber nicht von so einem Mist. Animes in einem BH und Frauen in einem BH. Das wird mir angezeigt. Alter, geht auf Porno-Plattformen. Da habt ihr mehr, bessere Chancen als bei Facebook. Ich sag's nur, das sind nur Tipps von mir, aber diese Plattform, die besuche ich bestimmt nicht. Viele haben immer gesagt, besuch Pornhub. Nein, bestimmt nicht. Ich bin nicht so ein Schwein. Also, Facebook. Ihr müsst euch mal ein bisschen mehr für Kinder einschränken. Also, ihr seid ab 16. Ja, ich weiß. Aber warum müsst ihr denn gleich halbe Nacktfotos im Internet senden? Also, Beweise, die zeige ich euch während das Ende. Ja, die zeige ich euch nämlich jetzt. Dieses Bild kann auf vielen verstörend wirken. Deswegen habe ich die Nacktzellen, die nackten Seiten des Bildes verpixelt. Danke für eure Aufmerksamkeit, euer Flo. Der sich sowas reinzieht, verpisst euch. Ja, falls das Video ab 18 geschaltet ist, dann weiß ich auch nicht Bescheid. Was ich denn noch machen muss. WhatsApp, Instagram und ich bin auf TikTok und so weiter. Da ist nicht mal so eine Scheiße. Auf Instagram präsentieren viele ihren Arsch. Aber auf Facebook präsentieren sie ihre... Ihr seid einfach nur dumme Nutten im Internet.
Das muss ich mal sagen. Also verpisst euch aus Deutschland. Ihr habt, in einem Land wie auf Deutschland nichts zu suchen. Also da möchte ich auch Facebook haben, was nicht auf England basiert. Wenn das Video... Ich werde diese Bilder danach wieder löschen. Also ich bin nicht so ein Pornabgroß, ich bin nicht so ein Porno-Fan. Ihr habt die Leute. Ihr seid einfach nur Internet-Nutten. Ich sag's jetzt mal so, Internet-Nutten. Die einen Tag versüßen. Gott. Versüßen auf eine komische Art. Ihr wisst schon, was ich meine. Also sowas wird mir in meinem Newsfeed angezeigt. Ich muss das verpixeln. Ich muss das verpixeln. Weil, so eklig so was. Da bin ich auf Heldenbilder geiler als auf die scheiß Pornhub-Videos. Ihr seid einfach nur Internetnutten, die einfach ihre Dinge präsentieren wollt. Ihr habt in einem Land wie Deutschland nichts zu suchen, also... Darf euch die Bilder nicht zeigen, weil sonst wird das ab 18 geschaltet. Plus 18. Ich mach den Ton leise. Nicht, dass hier jetzt irgendein Gestöhne kommt. Sag mal, wie eklig kann man sein? Manche meinen auch so. Das wurde mir auch schon vorgezeigt. Und dann gibt es so eine Plattform, die heißt elven-radio.genderfree.com, da könnt ihr euch Elven reinziehen. Nein, nur Bilder. Mehr nicht. Falls ihr gerade von der verstörten Plattform wieder zurückkommt und nicht mehr verstört sein wollt. Das ist, so geht's gerade eh. Falls ihr da draußen auch schon mal auf sowas Verstörendes gestoßen seid, das ist mir heute das erste Mal passiert, ey, euch. Ja. Ich glaube, ich muss das Video ab 18 schalten, weil das ist, glaube ich, nicht für Leute geeignet, die unter 16 sind. Ich bin gerade erst 14 und ich habe mich bei Facebook als 2009 angegeben, ne? Und dann wird mir sowas angezeigt. Ab 14 wird mir so eine Scheiße angezeigt. Denken die, ich wichse jeden Tag oder was? Nein, ich mach sowas nicht. Ich bin so eine Potsau. Wenn der da draußen macht, dann könnt ihr euch gleich von meinem Kanal verbissen, egal ob die Abonnenten weniger werden. Also, so eine Schweine brauche ich ja nicht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob euch auch schon mal auf Facebook, falls ihr überhaupt auf Facebook seid, sowas passiert ist. Wo Animes oder was auch immer die Dinger gezeigt haben. Und das ist mir heute passiert. Gerade vor einer Minute. Vor 2 Minuten. Also was kann man ja einfach nur verstört werden, ey. Der Abend ist ja noch lang, also. Deswegen bin ich lieber auf YouTube eher. Deswegen bin ich hier auf Instagram und YouTube unterwegs. Aber auf Instagram sind nicht so eine Schweine. Obwohl ich tausende Leute abonniert habe, aber nicht so ein Scheiß. Dann geht doch gleich zu Internetseiten wie PHRENHUB. Danke. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, die dummen Internet-Nutten. Ich beleidige euch gerne, also ich... Also wenn mir gleich irgendjemand nackt vor mein Gesicht steht, dann verpiss ich die olle Nutte. Hure, würde ich auch noch sagen dazu. Gott. Die Nutten sind ja die, ja vom Fenster stehen. Nee. Doch, das sind Internet-Nutten. Präsentiert eure Dinger woanders. Sowas wollen wir hier nicht in Deutschland. Und Internetbefriedigung kann man ja auch noch in England machen. Oder in Japan oder so. Weil da gibt es ja mehr. Ihr wisst schon. Also wenn Facebook sowas öfters mal zeigt, dann zeige ich die Plattform an. Also sowas geht gar nicht, ey. Geht auf Pollenplattformen. Aber wenn nicht hier auf Facebook oder auf Insta oder so, dann könnt ihr euren Arsch und eure scheiß Brust woanders präsentieren. Und bei Männern das Gleiche, präsentiert auch einen Schwanz nicht im Internet. Ist so. Das geht nicht. Ihr verpisst euch aus Deutschland. Ihr habt in einem Land wie Deutschland nicht zu suchen. Also ich meine das jetzt ernst. In den
Muss ich mal sagen. Also ich muss mal Beleidigungen heraushauen. Also deswegen piep ich es so weit wie möglich. Ich werde natürlich auch Karten verweisen, ob hier überhaupt Beleidigungen kommen. Ja. Ich muss euch die Bilder machen. Ich kann euch die Bilder nicht verpixeln. Ich kann euch die Bilder nicht so einfach so zeigen. Ja, und deswegen sage ich immer, haltet euch von so einer Plattform fern. Und wenn ihr gerne sowas guckt, dann könnt ihr euch gerne aus meinem Kanal verpissen, weil ich bin ein beruhigender Kanal, der Kinder beruhigt und nicht Erwachsene. Also haltet euch. Hallo Leute und herzlich willkommen. Alter, hab ich mich erschrocken, Alter. Halt Florian Olms TV. Halt die Fresse. Danke. So. Ich komme lieber Elbenbilder an, anstatt in so eine Scheiße. Geht auf elbe-radio.jimmelfree.com/elbe-radio-bildergalerie, weil da könnt ihr, falls ihr verstörende Bilder gesehen habt, dann könnt ihr auch gerne gleich auf elbe-radio.jimmelfree.com/elbe-radio-bildergalerie gucken, weil das befriedigt euch nicht, das wird euch nur befreien von eurem Scheiß. Ich habe tausende Bilder, aber ich guck mir nichts Nacktes an. Also wenn ihr auf Facebook seid, dann habe ich sowas von Verstand, glaube ich, noch nichts gehört. Gut, also wenn ihr Internet-Pornos seht, ihr seid aus Deutschland entbannt. Gebannt, so. Ja, nur weil du keine Freundin hast. Interessiert mich die Freunde. Ihr seid einfach nur dumme Arschgeigen, die schon Freundin haben ab 14. Ab 18 wäre es bei mir zulässig. Also hätte mein Kind schon ab 13 eine Freundin. Oder mein Kind. Ich schalte meine Kinder nicht schlagen. Ey, dann hätten viele bestimmt schon weinende Tränen gehabt und ja, schade. Ist jetzt auch nicht böse gemeint. Ich mein's aber nur. So. Also ihr könnt euch schon aus dem Internet verbiesen mit euren Nacktfotos. Bah, ihr seid einfach nur Schweine, mehr nicht. Also, wenn ihr auf Facebook seid, verstörende Seite, gibt elve-radio.jimdofree.com/elve-radio-bildergalerie/. Und dann findet ihr Bilder, die seid. Die sind die besten einfach. Ist das dein Ernst, Elvin-Bilder? Ja, mein Ernst. Das kann euch nur von so einem Schwachsinn befreien, oder? Man guckt sich Anleitungen an oder man guckt sich Videos an über Fritzboxen oder über Internet oder was ihr so liebt. Nicht sowas. Also, Facebook-Leute, bitte bannt. Also, das muss weniger werden. Das muss weniger werden. Was passiert? Was passiert, wenn man so eine Seite blockt? So Leute, an der Stelle werde ich das Video beenden. Ich werde es hochladen. Und ich werde auch die Gesichter ungepixelt zeigen. Dass ihr mal seht, was das für Arschlochnoten sind in Deutschland oder England, was auch immer. Ich werde euch die Seiten auch verpixeln, weil ich will nicht, dass ihr auch so was nachher anfangt. Ihr seid in Deutschland und nicht in einer pornografischen Welt, also. Wenn ihr nach Pornos sehen wollt, müsst ihr nach China und Japan. Hier ist Elvin, Flo. Hier ist Flo. Tschüss. Bis zum nächsten Video.